Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Markus B. Altmaier. Was macht eigentlich eine Drehbuchautorin oder Autor? Und was ist der Unterschied zur Regie? Diese Fragen habe ich Markus gestellt, denn er schreibt Drehbücher für Film und Fernsehen, zum Beispiel für die Serie Wilsberg im ZDF. Zudem ist er der Autor des Kriminalromans Paris und die Mörder der Liebe. Wir unterhalten uns darüber, welche Bilder Markus beim Schreiben im Kopf hat, warum der Streik der DrehbuchautorInnen in den USA auch in Deutschland gerechtfertigt wäre, über den Umgang mit Deadlines und Pseudonymen und über das Schreiben im Pfälzerwald. Hallo Markus. Hallo Leni, schön, dass du hier bist. Ja, ich sag mal dazu, dass du vor mir sitzt, ja, live und in Farbe, genau. Weil inzwischen ist es ja doch eher so, dass ich immer mit Menschen spreche, die nicht in derselben Stadt wohnen wie ich, aber du bist auch aus Neustadt und deswegen haben wir uns live getroffen. Genau. Ja, cool. Seit wann schreibst du? Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin so schlecht in Jahreszahlen. Also ich wollte schon immer Filme machen, sagen wir mal so. So mit 14, 15 fing das an, dass ich in der Schule eine Film-AG gegründet habe und so weiter. Und da war das noch so allgemein eben Filme machen, was auch immer das bedeutet. Also Schreiben, Regie und so weiter. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre immer mehr aufs Schreiben konzentriert. Also dann wurde mir immer klarer, dass das Schreiben, das ist, was ich eigentlich möchte. Und dann ging das so mit 19, 20 habe ich dann Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert. Aber eben auch schon immer mit dem Ziel, Drehbuchautor zu werden dann. Mhm. Und seitdem schreibe ich eigentlich. Wobei sich der Fokus immer mal wieder so ein bisschen verschiebt. Also ich versuche auch immer Neues zu entdecken. Habe jetzt in den letzten Jahren das Hörspiel ein bisschen für mich entdeckt. Also schreibe auch Hörspiele, bin vom Drehbuch natürlich nicht weg oder so. Aber da auch nochmal neue Felder zu erschließen, die mir bisher so unbekannt waren, macht große Freude. Und oder eben mit diesem ersten Romanprojekt, jetzt habe ich letztes Jahr einen Krimi rausgebracht. Auch das ist irgendwie eine schöne Abwechslung zum alltäglichen Drehbuch. Das heißt, mit Drehbuch und Film fing alles an sozusagen, weil das ist das, was du vor allem machst. Ist auch heute sozusagen der Hauptberuf, wenn man die Bezeichnung benutzen will. Das ist auch sozusagen der Erwerbsberuf, wenn man so will, mit so einem Roman oder sowas. Kann man ja nicht viel, also kann man keine Familie ernähren, sagen. So. Ja, das höre ich häufiger hier, ja. Wenn du jetzt sagst, du hast mit 14 schon den Wunsch gehabt, in die Richtung zu gehen, wie kamst du drauf? Also du hättest ja auch sagen können, du möchtest Filmstar werden und vor die Kamera, aber offensichtlich ja nicht. Auch das ist eine gute Frage. Also ich finde das tatsächlich bis heute faszinierend, warum man etwas mag, warum man etwas nicht mag, wie man dazu kommt, Dinge zu wollen oder nicht. Ich weiß nicht genau. Also als Grundschüler wollte ich noch Zauberer und da tatsächlich auch kurze Zeit Schauspieler werden. Und im Gymnasium hat sich das dann, also dieses Kunstaffine ist irgendwie beibehalten worden, aber es hat sich dann mehr und mehr auf dieses Kunst hinter den Kulissen schaffen konzentriert. Und ich bin auch jemand, der tatsächlich sehr gut mit mir alleine klarkommt und das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung als Autor. Es ist ja schon ein sehr einsamer Job. Die allermeiste Zeit ist man allein in seinem Kämmerlein und schreibt da was. Der Weg ist ja letztlich auch das Ziel. Also es geht ja nicht nur darum, was dabei rauskommt, sondern auch, dass das, was man bis dahin tut, einem Freude bereitet. Ja. Und da muss ich schon sagen, ist das die meiste Zeit der Fall, trotz aller Anstrengungen und so. Aber dieses alleine mit diesen fiktionalen Figuren zu sein, das klingt jetzt total soziopathisch, aber... Das ist schon was ich mag. Ja. Auch ein bisschen romantisch, so, wenn man so zu Hause in seinem Elfenbeinturm sitzt mit seinen Freunden. Ja, das stimmt. Also ist irgendwas zwischen romantisch und pathologisch. Ja, genau. Aber auch, es ist auch harte Arbeit. Es klingt immer so blöd, wenn man das selber sagt. Aber ich glaube, gerade weil ja viele so ein romantisiertes Bild davon haben, man trinkt dann eine Flasche Rotwein und lässt es irgendwie fließen. Ja. Das geht schon, also in meiner Erfahrung zumindest, arg an der Realität vorbei, weil es ist schon auch... Man muss sehr viel Disziplin aufbringen und man muss auch sehr viel, also zumindest bei diesem Drehbuchhandwerk, auch wenn es um Krimis geht oder so, sehr viel Logiklöcher stopfen und so Dinge, die sich teilweise eher mathematisch oder architektonisch anfühlen, als jetzt sozusagen einfach den eigenen Impulsen folgend irgendwas fließen zu lassen. Also im Roman vielleicht schon eher, aber gerade in so einem gebauten Plot geht es auch viel um Logik und
Architektur, dass man guckt, dass Dinge nicht ineinander fallen, wenn man an der falschen Stelle was verändert. Und dafür braucht es schon eine große Konzentration auch sozusagen. Ich bin ja selber Ja. Theaterautorin und werde in der Hinsicht immer auch ganz viel gefragt, wie so ein Skript aufgebaut ist, was ich da überhaupt reinschreibe und was dann aber auch Inszenierung ist und gar nicht bei mir zu finden ist so. Und ich schreibe ja dann hauptsächlich Dialoge untereinander. Ich mache auch wenig Regieanweisungen. Also das sind so Dinge, über die spreche ich viel. Und jetzt habe ich gerade gedacht, ich könnte dich das eigentlich alles auch fragen, weil ich Ja. habe gar keine Ahnung, wie so ein Drehbuch eigentlich aussieht. Also was schreibt man da genau? Also im Grunde ist es schon fast dasselbe wie so ein Ah Theaterdrama in ja. meiner Erfahrung. Gut, ich glaube, bei den heutigen modernen Theaterstücken wird tatsächlich sehr an Regieanweisungen gespart, wenn ich das so richtig sehe. Das ist dann schon mehr. Aber es ist ja, also wenig Innerlichkeit, also all die Dinge, für die der Roman prädestiniert sind, finden dann natürlich auch nicht statt. Das ist halt wie auf der Bühne auch, man kann nur das reinschreiben, was dann auch gesehen wird. Und ja, letztlich aber eben auch viel Dialog und Ja. so eine kleine Szenenbeschreibung, also Szeneriebeschreibung und dann eben Regieanweisungen. Und das war es dann auch schon, könnte Und man hast du sagen. Bilder im Kopf beim Schreiben? Also siehst du das alles vor dir? Ja, schon. Ah ja. Also ich schreibe ja teilweise auch für Reihen, also wo sozusagen von Anfang an das Figurenpersonal, zumindest das Reihenpersonal, klar ist, also wo ich auch schon weiß, wer das spielt. Das hilft natürlich auch stark bei der Visualisierung. Aber auch sonst passiert das eigentlich automatisch, dass die Figuren für mich visuell klar vom geistigen Auge erscheinen und die ganze Szenerie auch. Auch wenn das dann natürlich eine Diskrepanz aufweist zu dem, was dann am Ende dabei rauskommt, weil ich ja dann nicht den Einfluss auf Besetzung und so weiter habe, dass ich das so eins Ja. zu eins, wie es in meiner Vorstellung war, vollenden kann. Aber das kann mal sehr gut sein, das kann auch mal enttäuschend Das wäre jetzt sein, meine Frage gewesen, wie ist das aber dann, ja? also ich bin weitestgehend zufrieden. Es gibt Leute, ich habe mal einen Kollegen getroffen, der sagte irgendwie so 50-50, also bei 50% der Filme ist er sehr enttäuscht. Oh. Oder ich glaube 50, 40, 90, also 50% sehr enttäuscht, 40 ist so okay und 10%, wow, da ist wirklich was Besseres bei rausgekommen, als ich dachte. Bei so einer schlechten Quote bin ich Gott sei Dank nicht oder noch nicht. Ich habe auch mal einen kennengelernt, der sagte, also er guckt sich die Filme, die er schreibt, gar nicht mehr an. Wegen der Enttäuschung, dass, also wenn das so weit käme, dann würde ich mir einen anderen Job suchen, glaube ich, weil Ja. darum geht es ja auch. Also man will das ja dann vollendet sehen und auch zufrieden sein im Idealfall. Und wenn man dann so eine zynische Haltung zu seinem eigenen künstlerischen Beruf entwickelt, dann kann man ja auch jeden anderen ergreifen, irgendwie. Ja, das stimmt. Wie hast du es gelernt, Drehbuch zu schreiben? Hast du sowas studiert? Also weitgehend autodidaktisch. Also ich habe Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert, also schon artverwandt, aber es ist eben ein wissenschaftlicher Studiengang, der jetzt nicht darauf ausgelegt ist, Kunstschaffende zu produzieren. Aber es ist auch da jedem klar gewesen, dass ein großer Anteil dieser Studentinnen genau das möchte. Und insofern gab es da auch teilweise auch fächerübergreifend Drehbuchseminare, wo man auch Drehbuchhandwerk lernte. Aber da ich das auch irgendwie machen wollte und mich auch damit auseinandergesetzt habe, seit ich eben Teenager war, hatte ich schon auch das Gefühl, dass ich mir da viel selber beibringen kann. Ja. Und auch beim Schreiben würde ich sagen, anders als bei der Regie beispielsweise, hat man ja erstmal alles, was man braucht, um das zu tun. Also klar, man kann sich Handwerk drauf schaffen, aber man braucht jetzt erstmal kein teures Investment, um einfach mal zu schreiben und dann zu gucken, interessiert es jemanden oder nicht. Und auch die Auftraggeber haben ja kein großes Risiko, so eine Idee eines Neulings oder so mal ein Stück weit weiterzuentwickeln. Zumal die Vertragsgestaltung meistens so ist, dass die einen auch jederzeit austauschen könnten, wenn sie denn wollten. Das heißt, das ist, glaube ich, auch eine ganz andere Nummer als einem Regiedebütanten oder einer Debütantin jetzt ein Millionenbudget anzuvertrauen, dass er in den Sand setzen kann oder sie. Das hat mich auch ein bisschen ermutigt daran, das einfach mal zu probieren. Und dann hatte ich auch tatsächlich Glück nach der Uni, dass das habe ich noch so ein paar Praktika gemacht in der Stoffentwicklung und so. Und dann, als ich mich selbstständig machte, dass es dann relativ schnell auch verfing, was ich da schrieb und dann aus dem einen sich so das andere ergeben hat und ich mich Also du weiterbilden bist konnte. selbstständig jetzt als Autor Genau, ja. tätig. Ah ja, cool. Kannst du mal sagen, was du schon geschrieben hast für Film und Fernsehen? So ein bisschen Übersicht, Einblick.
Auch ganz unterschiedlich. Also ich schreibe Krimi-Reihen-Episoden. Teilweise konzipiere ich auch neue Reihen, konzipiere gerade auch Serienkonzepte, potenziell auch für Streamer und so weiter. Da ist allerdings noch nichts realisiert und jede Menge Einzelstücke für ARD und ZDF, so fürs Hauptprogramm. Und dann habe ich zwei, drei Hörspiele geschrieben. Und eben diesen einen Kriminalroman, den ich letztes Jahr unter Pseudonym rausgebracht habe. Und gerade schreibe ich an einem Roman, der im Idealfall nächstes Jahr rauskommen soll, der sozusagen ohne Genre entwickelt wird und genau dann auch hoffentlich im Frühjahr 2024 erscheint. Cool, du bist ja ganz schön umtriebig. Wenn man wenn du jetzt sagst, für ZDF und ARD schreibst, ist es dann so, dass wenn du einen Job quasi gut gemacht hast, dann winkt vielleicht der nächste? Oder also wie kriegt man quasi den Fuß in die Tür, dass man dann schön immer am nächsten Projekt immer wieder arbeiten kann? Also es ist schon so ein bisschen so, dass man im Idealfall auch mit Menschen nochmal zusammenarbeitet, mit denen man schon zusammengearbeitet hat, weil es einfach irgendwie gut lief und Freude bereitet hat und so weiter. Das schon nicht, also es ist nicht so, dass ich mich jedes Mal sozusagen bei einer anonymen Masse neu bewerbe, Ah sondern ja. dass es Figurenkonstellationen gibt, in denen man schon mal gearbeitet hat. Und das ist ja auch ganz, ganz schön und dankbar. Und es ist tatsächlich so, dass ich am Anfang viel mehr originäre Ideen selber entwickelt habe und die angeboten habe. Auch über eine Agentin, muss man sagen. Also das hilft schon dann auch sozusagen eine Agentur zu haben, die so ein bisschen vorselektiert. Ja. Also man wird, glaube ich, wenn der Stoff auf dem Tisch eines Produzenten liegt, schneller gelesen oder überhaupt gelesen, wenn das kuratiert wurde schon mal von einer Agentur, dann kann das so schlecht nicht sein. Oder so jenseits dessen, was wir suchen. Auch darum geht es ja am Anfang, dass man die richtigen Personen findet, die auch einen ähnlichen Geschmack ganz banal haben. Als wenn das diese sogenannten unaufgefordert eingereichten Dinge sind, die, das musste ich selber vor Jahren als Praktikant erleben, maximal vom Praktikanten gelesen werden. Und auch für den ist das sozusagen die letzte Priorität. Und da habe ich gemerkt, okay, also das Funktioniert nicht der ist, Weg, funktioniert ja. eigentlich nicht. Und Ja. insofern hatte ich dann am Anfang eine Agentur gesucht, auch mit ein, zwei Drehbüchern, die ich sozusagen in Vorleistung schon geschrieben hatte, um zu zeigen, dass ich das im Idealfall kann und auch nicht so fernab dessen, was kommerzialisierbar ist. Das ist, glaube ich, auch am Anfang ein entscheidender Punkt, wenn man sich da zu sehr noch in dieser Kunsthochschulblase bewegt, wo alles möglich ist und sich gar nicht mit dem Markt beschäftigt, für den man da dann schreiben will, dann ist das natürlich auch eine Diskrepanz, die so leicht nicht zu überwinden ist. So, ja. Kriegst du Vorgaben gemacht, also nicht nur zeitliche, bis dann muss es fertig sein, sondern auch, worum es gehen soll oder? Ach so, genau, das ist sozusagen da, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, macht Also am nichts. Anfang hatte ich eben die viel musste ich natürlich erstmal Eigeninitiative Ideen Ja. entwickeln, auch auf ein, zwei, drei Seiten dann nur teilweise oder so, um erstmal so einen ersten Versuch loszuschicken. Und dann irgendwann ist es schon passiert, dass das von oben, wenn man so will, Anfragen an mich kamen. Hast du Lust, einen Krimi, eine Episode für diese Krimireihe zu schreiben? Oder hast du Lust, einen Fernsehfilm mit diesem oder jenem Thema zu schreiben? Ah ja, Oder hast du okay. überhaupt was Lust, für diesen Sendeplatz zu schreiben? Hast du eine Idee? Also, und so gibt sich das so ein bisschen Hand in Hand. Und es wurde dann, glaube ich, auch so eine 50-50-Aufteilung irgendwann zwischen den eigens initiierten Projekten und denen, die dann über Sender und oder ProduzentInnen auf mich zukamen. Okay. Ich habe gestern meinem Mann erzählt, dass du heute hierher kommst und er hat sofort gesagt, oh, frag den mal zu dem Drehbuchautorenstreik in den Ja, USA, was da seine Meinung ist. Das mache ich jetzt hiermit. Ich bin überrascht, also insgesamt sehr stark und positiv überrascht, wie stark das wahrgenommen wird in der Gesellschaft, also auch jenseits der Leute, die mit der Branche zu tun haben, so. Also das merke ich auch auf den sozialen Medien und so, da ist wahnsinnig viel los. Interessanterweise wissen die wenigsten, wie es so um die Jobbeschreibung in Deutschland irgendwie aussieht, also um die Ja. prekären Situationen da, die auch sicherlich verbesserungswürdig sind. Insofern, die AmerikanerInnen haben da meine volle Solidarität und ich glaube, wir in Deutschland sind ein bisschen neidisch darauf, dass ausgerechnet die AmerikanerInnen, die ja sonst nicht so wahnsinnig arbeitnehmerfreundliche Gesetze haben, was
diese Drehbuchgewerkschaft betrifft, sehr viel mehr Macht haben als die deutschen Kolleginnen, weil wir haben ja keine Gewerkschaft, wir sind ja selbstständig und das ist sozusagen schon formalrechtlich nicht möglich, wirklich in Streik zu treten. Und wenn jetzt Einzelne streiken würden, dann gibt es 800 andere, die sagen, dann nehme ich den Job. Also diese Form der solidaren Arbeitsniederlegung, die gibt es hier faktisch nicht oder noch nicht. Aber wir sind tatsächlich, ich bin auch ein bisschen, das hört man vielleicht raus, irgendwie ein bisschen engagiert im deutschen Verband Deutscher Drehbuchautoren. Wir sind stark mit denen in Kontakt und Ja. versuchen auch in Zeiten von Netflix und so weiter, wo im Grunde dieselben Arbeitgeber international agieren, auch stärker zu kommunizieren und auf Augenhöhe auch uns auszutauschen, zu argumentieren und sich dadurch auch letztlich gemeinsam stärker zu machen. Das heißt, eigentlich müsste oder wäre quasi dein Wunsch, dass man das für dieses Land auch mal macht, da die Aufmerksamkeit hinzulenken und zu sagen, vielleicht kann man was verbessern, so. Also insgesamt habe ich schon den Eindruck, das klingt jetzt ein bisschen narzisstisch gekränkt, aber dass es sehr wenig Kenntnis gibt in der Allgemeinbevölkerung, was der Drehbuchautor, die Drehbuchautorin eigentlich Macht, ist. ja, Ja, genau, habe ich ja auch heute also ja, angefangen gut, aber mit du der weißt schon Frage sehr, und sehr machst du viel. Also das? es gibt ganz Ja, viele, die denken, das ist geht primär so um Kameraeinstellungen oder so, ne? Und es ist einfach in Deutschland oder in Europa, aber vor allem in Deutschland, glaube ich, sehr regiezentriert. Also die Leute wissen das oder glauben zu wissen, was Was eine Regie ist, Regisseurin ist und was ja. Regie ist und dass die im Grunde alles machen und so. Und das geht natürlich irgendwie, also zumindest in dieser kommerziellen Industrie, stark an der Realität vorbei, wo wir schon eigentlich so ein auch amerikanisches System haben, das durch Arbeitsteilung funktioniert. Also dass die einen für die Inhalte zuständig sind und die anderen für die Inszenierung. Natürlich gibt es immer noch sowas wie den Autorenfilm und das ist auch gut und richtig so, aber das ist bei weitem nicht alles an Filmlandschaft, was hier passiert. Ja. Und ich glaube schon, und da gibt es auch immer wieder politische Grabenkämpfe sozusagen, dass einige Regiekolleginnen dieses Autorenfilmerverständnis haben, obwohl sie es eben de facto nicht sind. Also sie gehen mit einem fremden Stoff teilweise so um, als wäre es der eigene. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also sozusagen mit dem Autorenfilmerverständnis sich auf die ja, Vorlage in Anführungszeichen, die ein Autorenkollege liefert, zu nicht zu stützen, sondern zu stürzen und daraus theoretisch was zu machen, was man will. Aber das ist auch besser geworden in den letzten Jahren. Also auch da gab es politische Strebungen. Es gab einen kleinen Autorenaufstand vor mittlerweile 3 Jahren, 2000, nee, 5 schon, 2018. Kontakt 18 hieß das, wo AutorInnen sich eine Selbstverpflichtung auferlegt haben, unter bestimmten Bedingungen nicht mehr zu arbeiten. Also das ist sozusagen unsere kleine Version des Streiks, in das man bei sich selber sozusagen anfängt und eine Solidarität schafft, indem das viele unterzeichnen. Also ich arbeite nicht mehr, wenn dies und jenes nicht im Vertrag drinsteht. Und das hat schon viel bewegt, glaube ich. Also da ging es zum Beispiel auch um Sachen wie die Auswahl der Regie, also dass wir da mitsprechen können, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man gibt einfach irgendwo ein Buch ab und danach ist man vollkommen im Abseits und hat gar keine Handhabe mehr, was daraus gemacht wird, sondern dass es weiterhin eine Arbeit auf Augenhöhe ist und dass wir auch zur Rohschnittabnahme eingeladen werden, also all diese Dinge, wo dann nochmal kreative Entscheidungen getroffen werden, die den gesamten Film betreffen, wo Autoren auch mit ins Boot geholt werden sollten und auch alle davon, wenn man ehrlich ist, Das profitieren. wollte ich gerade sagen, es Ja. ist ja eigentlich nur eine Bereicherung, Genau. also ja. Also würde ich auch so sehen, auch wenn noch Drehbuchänderungen gemacht werden im weiteren Verlauf, dass man den Autor da in Kenntnis setzt, beziehungsweise im Idealfall macht das natürlich auch der Autor. Das ist aber, geht an der Realität teilweise vorbei. Also es werden dann schon auch Regieänderungen noch gemacht, teilweise, von denen man als Autor dann auch gar nichts mitbekommt. Und da geht es ja nicht nur um geschmäcklerische Sachen, es geht teilweise auch banal um Logikfehler, die dadurch entstehen, weil es natürlich so ist, dass der Autor, die Autorin, die seit 1,5, 2 oder mehr Jahren in diesem Stoff drin hängen, besser Bescheid wissen, was eine kleine Änderung für große Auswirkungen haben kann als jeder andere. Und da, wie gesagt, profitieren eigentlich alle davon, wenn man da mal anklopft und wir bereit sind, auch sozusagen mehr Zeit noch aufzuwenden, diese Änderungen mindestens zu greenlighten oder eben selber zu vollziehen, weil wir wissen, was es für Konsequenzen hat. Du
Du hattest jetzt gerade diesen Verband erwähnt, in dem du Mitglied bist. Ich glaube, du bist noch in mehr so Verbänden und Netzwerken, sage ich mal, drin, ne? Also es geht wahrscheinlich auch viel darum, sich zu solidarisieren miteinander und zu sagen, lasst uns zusammen hier stehen, ne? Absolut, also gerade diese Kontakt 18 Initiative war da schon auch augenöffnend, weil ich habe es vorhin erwähnt, es ist ja ein sehr einsamer Job. Das heißt, vorher oder in vielen Fällen, ich wohne jetzt zum Beispiel hier in der Pfalz, bin jetzt nicht alltäglich mit Autorenkollegen zusammen. Und das geht, glaube ich, ganz vielen so, dass jeder für sich da vor sich hin wurschtelt und wenn es Probleme gibt, Konflikte und so weiter, auch geneigt ist oder war, zu denken, das liegt an mir, ich bin der Einzige, der diese Probleme hat, all diese Sachen. Und da hilft Kommunikation mit Kolleginnen natürlich sehr, sehr viel. Und das ist auch ein Hauptding, was damals stattgefunden hat, dass Autoren sich zum ersten Mal irgendwie begegnet sind, miteinander gesprochen haben, Erfahrungen ausgetauscht haben. Man auch merkt, ach krass, das geht jedem so. Oder auch, man muss es auch klar sagen, auch so schwarze Schafe unter Produzentinnen haben sich da ganz schnell rumgesprochen. Und ich glaube, dass auch das einen großen Impact hatte, weil in dem Moment, in dem die Branche mitbekommen hat, dass diese Leute, die Autorinnen sich auf einmal austauschen, ich weiß nicht, benimmt man sich vielleicht auch besser, weil man kein schwarzes Schaf sein möchte. Und das war ein ja, großer Effekt, von dem ich gar nicht weiß, ob das allen Beteiligten von Anfang an so klar war, dass auch das so ein eigentlich Side-Effekt ist, der aber einen großen, großen Impact hat. Sau spannend. Cool. Nee, wusste ich tatsächlich alles auch noch nicht so genau. Einsame Arbeit heißt es, du musst auch in der Stille sein, um schreiben zu können. Es gibt ja auch welche, die gehen ins Café und brauchen dann so Leute um sich rum und dann werden sie kreativ. Bin ich auch überhaupt nicht. Ich mache das hier zu Hause im stillen Kämmerlein. Aber ist es bei dir auch so? Also im Endeffekt bin ich immer wieder offen für neue Wege, rauszufinden, wie meine Kreativität am besten funktioniert. Also wovon ich mich tatsächlich schon vor ein paar Jahren verabschiedet habe, ist sozusagen der selbst auferlegte Zwang, am Schreibtisch sitzend arbeiten zu müssen, weil das so unser Bild von Arbeit ist. Also was Arbeit ist, muss irgendwie am Schreibtisch stattfinden. Und Das geht nicht auf dem Sofa, ja, genau. es geht nicht mal auf dem Sofa, oder geschweige denn irgendwie im Wald oder so. Und ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die es sich inzwischen zumindest erlauben. Und ich glaube, das ist gut für die Kreativität, wenn sie zum Beispiel in so einem Logikloch oder so verharren, zu merken, dass es sinnvoller ist, jetzt einfach mal loszugehen, in den Wald zu gehen und dort in Bewegung diese Dinge zu durchdenken, als 2 Stunden ohne einen Satz zu schreiben, gegen den Laptop zu starren, weil das wäre oft die Alternative. Und das muss man aber erst sozusagen sich zu erlauben lernen. Und da bin ich schon viel flexibler geworden. Und auch, also im Zug kann ich auch sehr gut schreiben, tatsächlich. Da kann man natürlich auch nicht gut prokrastinieren, irgendwie schlechtes Internet und so. Also es ist, man kann nicht weg, man kann nicht die ganze Zeit irgendwie sich den 8. Kaffee machen und das hilft auch. Ich mag es aber auch ab und zu im Café. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Schreibphase an. Also es gibt ja dann in diesem, nehmen wir jetzt mal das Drehbuch als Beispiel, in diesem Schreibprozess ganz unterschiedliche Phasen. Erstmal der grundsätzlichen Ideenfindung. Das mache ich zum Beispiel nie am Schreibtisch oder das passiert nie am Schreibtisch. Also das passiert, ich weiß nicht wann und warum. Das kann unter der Dusche, in der Sauna oder eben auch oft auf dem Spaziergang oder so passieren. Und wurde gar nicht provoziert oder erwartet, oder man ist nicht deswegen in die Sauna gegangen, sondern eigentlich wollte man seine Ruhe und dann kommt halt irgendwie eine Idee und man kann nichts dagegen tun. Man kann es nicht abschalten, Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Und dann gibt es eben diese Plotting-Phasen, wo ich auch denke, das geht gut in Bewegung, wo man dann auch mit kleinen Notizen sehr schnell weiterkommt und sozusagen nicht die ganze Zeit einen Text erstellen muss. Und natürlich gibt es dann irgendwann schon, wenn die erste Drehbuchfassung erstellt wird, das geht dann schon nur noch am Schreibtisch oder in meinem Fall ist das so, das schreibe ich jetzt auch nicht im Wald mit Hand vor oder sowas. Das ist dann schon irgendwann, eben weil bis dahin der Plot so weit gediehen ist, dass es dann eine Art von Abarbeiten wird, das ist dann der Teil, der am ehesten am Rechner stattfindet. Und Zumal du ja wahrscheinlich mit Deadline arbeiten musst, ne? ja, klar, das ist immer so. Das ist auch, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, sie brauchen den Druck, um irgendwie zu arbeiten. Ich weiß schon aus Erfahrung, dass ich diszipliniert genug bin, auch eine selbstgelegte Deadline beispielsweise als Motivation zu haben, aber viele sagen, die fangen erst richtig an zu arbeiten, wenn die Deadline da ist. Und geht mir ein bisschen anders.
Ich komme damit gut klar. Ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Deadline gerissen oder so. Ich finde es manchmal eher so ein bisschen anstrengend, dass es in Deutschland halt per se so ist, dass wenn man davon gut leben will, dass man sehr viele Projekte parallel macht. Und auch da, wir hatten es vorhin von dieser Romantisierung des Autorenlebens, dieses sich Tag und Nacht in denselben Stoff einfühlen, wie es künstlerisch vielleicht ideal wäre, hat da auch mit dem Alltag nicht so viel zu tun, weil es immer man tanzt immer auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig, auch weil man nie genau weiß, was wird wann, wie und ob überhaupt gemacht. Und die Zeitlichkeiten auf Produktionsebene sich auch ständig ändern und man sich da eher denen anpassen muss als umgekehrt. Da würde ich mir manchmal wünschen, so jetzt ein paar Monate nur ein Projekt und danach das andere. Ich glaube, das täte auch den Produkten gut und im Roman brauche ich das auch tatsächlich. Also im Roman versuche ich mir, diese Inseln irgendwie zu schaffen. Das geht aber auch ganz klar damit einher, dass ich weniger Drehbuchprojekte annehme, als ich das noch vor ein paar Jahren gemacht habe. Lass uns gerne mal über den Roman sprechen, den du jetzt Gerne, geschrieben hast. Ich gucke jetzt ganz kurz auf ja. meinen Darfst gerne Zettel. Er heißt spicken. Paris und die Mörder der Liebe. So, Ja, das lasse ich jetzt genau. drin. Ja, erzähl gerne mal, wie kam das jetzt? Weil es ist ja eben weg von Drehbuch sozusagen. Genau, wobei das lustigerweise, ich habe den angefangen gleichzeitig mit meinem ersten Drehbuch, das weiß ich noch relativ genau, das war irgendwie 2012 oder 2013, also mit meinem ersten verfilmten Drehbuch. Und Moment, da fing die Arbeit schon für den Roman an. Vor 10 Jahren. Ach so, das ist ja ein Monsterprojekt. Okay. ja, das klingt jetzt so, als wäre das der wahnsinnig tiefgreifende, tiefschürfende Roman, der 10 Jahre Recherche benötigte. Nee, es war eher so, dass er dann so ein bisschen ins Hintertreffen geriet, weil das mit dem Drehbuchschreiben nach dem ersten Drehbuchverkauf relativ gut dann anlief und ich da sehr viel zu tun hatte und das dann immer mehr zum Hobby wurde mit diesem Roman. Weil klar, bei dem einen hat man Deadlines, man wird dafür bezahlt, das andere ist vollkommen offen, ob das überhaupt irgendein Verlag jemals machen will und das wird dann automatisch zum Hobby degradiert. Und dann ist es natürlich auch so anders als bei jemandem, der vielleicht gar nicht kreativ im Hauptberuf arbeitet, und dann nach Feierabend die Energie hat, das an diesem einen Roman zu arbeiten oder so, dass das als Kreativer vielleicht auch ein bisschen schwieriger wird, weil irgendwann ist die Luft halt auch raus, was das Schaffen von kreativen Dingen betrifft, so dass es immer nur so Phasen gab, an denen ich wieder den vorgezogen habe, den Roman und daran weitergearbeitet habe und so und dann irgendwann war das schon in der Pandemie? Ja, ich glaube, das war dann in der Pandemie, 2020 oder so. Dachte ich, also jetzt oder nie, ich will das jetzt nochmal fertig machen und dann gucken, ob das irgendjemand interessiert oder nicht. Und dann habe ich nochmal so eine Phase viel stärker dran gearbeitet und den fertig gemacht und dann abgegeben oder einem Verlag vorgestellt und dann wollten die dann auch, also haben die sehr schnell gelesen und wollten den auch direkt machen. Und jetzt, ja, habe ich da auch natürlich mehr Motivation und Selbstvertrauen, auch das zweite Romanprojekt anzugehen, das hoffentlich keine 10 Jahre dann dauern wird, weil es einfach dann schon auch eine andere Stellung im Alltag jetzt bekommen Aber hattest du direkt einen Verlag dann auch gefunden? Das klingt jetzt gerade alles so, hat. naja, Ja, dann ich habe muss ich es mich halt auch da wieder fertig kurz geschrieben. erinnern, wer ganz vielleicht war es natürlich auch nicht. Also da war es tatsächlich so, dass ich auch da wieder erst eine Agentur suchen wollte, weil das auch das ist, was einem alle raten. Und meine Drehbuchagentur, meine damalige, hat keine literarischen Projekte gemacht. Also die haben einfach da in der Buchbranche jetzt nicht so die Kontakte wie in der Filmbranche. Das heißt, ich wollte mir eine literarische Agentur suchen. Und das war dann eben gerade in diesem ersten Pandemiejahr. Und dann habe ich das an verschiedene Agenturen geschickt und dann dieser Klassiker ist einfach keine Antwort kommen. Über Monate nachgefragt, also, und immer nett und so, ne? Also nie irgendwie desinteressiert oder es wäre ja auch, man kann ja auch eine Absage dichten und muss es ja nicht gelesen haben, wenn man mich loswerden will sozusagen. Aber das halt auch nicht, es war immer irgendwie so Wartestellung, Wartestellung und ich glaube, es ging ein Jahr oder so. Man muss aber sagen, dieses erste Corona-Jahr, wenn wir uns erinnern, das war also auch gerade in der Buchbranche ein Riesending, weil diese ganzen Lesungen ausgefallen sind und ich glaube, das Letzte, was die da wollten, war jetzt neue Autoren entdecken, die noch nichts vorher gemacht haben. Da war eine große Verunsicherung auch. Und dann habe ich tatsächlich das gemacht, was man eigentlich gar nicht machen sollte, eben dann doch den Verlag direkt angeschrieben. Und ironischerweise haben die viel schneller gelesen als die Agenturen. Ah ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass das der absolute Einzelfall ist. Also auch da würde ich sagen, haben Agenturen schon den wahnsinnigen Vorteil, dass wenn die Leuten was anbieten, dass das dann auch gelesen Ja, wird. ja, Und ja, da war es dann aber so, und dann haben die sich relativ schnell dazu bekannt, das machen zu wollen. Und dann habe ich mir jetzt also in dem Kontext eine Agentur dann doch gefunden, und die hat jetzt auch für das nächste Projekt dann ja. klassischerweise den Verlag akquiriert. Cool. Was magst du an Krimi? Wieso schreibst du Krimi? Das ist eine gute Frage. Also ich mag eigentlich jetzt gar nicht so Mord und Totschlag oder so. Also ich glaube, für mich ist der Krimi auch eher eine Möglichkeit, Dramen zu erzählen in einem Genre. Also was ich sehr langweilig finde, ist dieses reine Rätselraten, wer war es jetzt oder so. Also auch wenn ich Krimis gucke oder lese, wenn das Hauptding ist oder das Einzige, dann langweilt mich das relativ stark und schnell. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann da in die Figuren eintauchen und auch nicht nur in die Kommissarsfiguren und Ermittlerfiguren, sondern auch in Opfer- und Täterköpfe eindringen kann. Und das Drama dahinter, weil meistens gibt es ja irgendein Drama, was zu so einem Unglück führt, verstehen kann und da irgendwie auch empathisch mitgehen kann mit bestimmten Figuren, dann fängt das an, mich zu interessieren. Und so versuche ich Cool. das auch zu schreiben, sofern es mir möglich ist. Und worum geht es jetzt in deinem Roman? Ist das auch ein Mord und Totschlag quasi? Also es gibt Mord und Totschlag, Sehr gut. aber ja, letztlich geht es auch darum. Also dieser Titel, der suggeriert ja jetzt erstmal nicht einen Mord an einer Person, auch wenn das da auch stattfindet, sondern sozusagen den Tod der Liebe im 21. Jahrhundert. Und letztlich ist das auch so ein bisschen das Thema, das dahinter steht. Also inwiefern ist das, was wir so romantische Liebe nennen, noch möglich im Zeitalter von Dating-Apps und so weiter, wo die Liebe auch doch immer mehr noch zur Ware wird und irgendwie in diesem spätkapitalistischen Kontext, ja, dieses Shopping-Attitüde und die Maßstäbe, die man an ein Produkt setzt, dass die auch im Privaten halt irgendwie an das Finden von PartnerInnen und so weiter gesetzt werden. Ob das überhaupt noch geht, ob man überhaupt noch zufrieden sein kann mit dem, was man hat und so weiter. Das steckt so ein bisschen auf dieser philosophischen Ebene da drunter, und bisschen Big Data und solche Dinge gehen damit einher und spielen da mit einer Rolle. Hast du schon Feedback bekommen? Ja, das ist jetzt fast ein Jahr auf dem Markt. Also das Feedback, was man mir gibt, ist sehr, sehr positiv. Ich weiß nicht, was die Leute denken, die mir kein Feedback geben. Das ist aber ja, Über die glaube ich, reden wir oft hier so. nicht. Die reden nicht. Nee, deswegen bin ich damit eigentlich ganz happy. Ich habe jetzt auch ein paar Lesungen gemacht, die sehr gut gelaufen sind, die vorher ausgebucht waren und so weiter. Und das gibt mir schon auch ein bisschen Mut, da auch in die Richtung weiterzumachen, auch wenn dieser Roman, an dem ich jetzt konkret arbeite, ein ganz anderes Genre ist. Ja. Ich habe gesehen, dass du vor 1, 2 Wochen im Café Fridericus warst, gell? Mhm, genau, Ja, ja. da hatte ich Probe. Aber Ja, ich habe es schade. tatsächlich kurz überlegt, oh, kann ich da, dann hätte ich dir da schon mal Hallo gesagt, aber ging leider nicht. Hatte ich Probe an dem Abend. Das Pseudonym. Warum hast du ein Pseudonym? Ach, das war auch ganz lustig, weil ich so gleichzeitig da drauf kam wie die Programmleiterin vom Verlag. Also das hat primär marketingtechnische Gründe. Also auch ich würde in einem Laden eher einen Frankreich-Krimi kaufen, auf dem ein französischer Name steht, als ein deutscher. Echt? Um so einfache Dinge geht's da? Ja, tatsächlich, also es ist sehr Okay. banal. Und ja, es fühlt sich irgendwie organischer an. Man kann natürlich auch sagen, es ist komplett albern, aber ich glaube, also in dem Moment, in dem ich selber als Leser mich davon nicht frei machen kann, ich würde auch nie sagen, never judge a book by its cover. Also es ist, natürlich sollte man es nicht verurteilen oder beurteilen anhand des Covers, aber ich glaube, es ist eine Lüge, zu behaupten, es würde keine Rolle Ja, spielen. ja. Und genau wie bei einem guten Filmtrailer oder so, ist der dann gut, wenn er es schafft, die Tonalität des Films halt in wenigen Ja. Minuten sehr stark zu treffen. Ich glaube, man ist nicht gut beraten, wenn man einen Filmtrailer macht und haut da zum Beispiel alle drei Gags des ganzen Films rein und suggeriert, es ist eine Komödie und es ist de facto keine, weil alle Witze, die da vorkommen, sind jetzt in diesem Trailer verbraten.
dann wird der Film, ja, dann wird der Zuschauer, der so da reingeht, enttäuscht sein. Und so geht es mir auch mit einem guten Cover, das sollte das irgendwie auch klar machen. Und dazu gehört vielleicht irgendwie dann auch dieses französische Flair insofern ernst zu nehmen, dass dieser Name halt auch irgendwie französisch klingt. Aber heißt das jetzt auch, wenn du jetzt ein, weiß ich, Buch in London spielen lassen würdest, würdest du dir dann auch einen anderen Namen zulegen, damit es wieder passt, oder? Also ich glaube, in dem Moment, in dem es keine deutschen Protagonisten sind, die jetzt nach London gehen und Ja. dort irgendwie ihre Reise und ihre Erfahrung machen, würde ich wahrscheinlich schon dazu tendieren. Aber es war auch eher so, also für mich war das jetzt auch nicht dogmatisch oder so, ne? Ich habe irgendwie mir überlegt, ob das nicht eine Idee wäre, ein Pseudonym. Und in dem Moment so ungefähr schreibt mir die Verlegerin eine E-Mail, ob ich denn schon mal über ein Pseudonym nachgedacht hätte. Und so traf sich das irgendwie ganz Ja, gut, dass sie, vorhin. ja, es war wirklich ungefähr so, ne? Ja. Und dann dachte ich, ja, brauchen wir da jetzt auch nicht lange drüber streiten. Ich bin da Ja. uneitel genug, dass jetzt nicht mein Name da auf dem, also mein bürgerlicher Name auf dem Buchcover abgedruckt werden muss. Insofern hat das da sehr gut gepasst. Aber ich würde jetzt nicht zum Beispiel, also bei meinem nächsten Roman, der hier spielt und so weiter, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, aus irgendwelchen Gründen mich sozusagen da hinter einem Pseudonym zu verstecken oder sowas, das dann auch nicht mal. Hast du eine Liebe zu Frankreich, die du da irgendwie mit eingebaut hast? Ja, eine sehr große. Ah. Also ich bin jedes Jahr dort. Ich war auch vor der Pandemie jedes Jahr in Paris. Also ich bin oft am Atlantik, aber vor Corona war ich auch jedes Jahr einen Monat eigentlich in Paris. Und da ist man dann doch wieder ein bisschen bei diesem romantisierten Autorenklischee, dass man da irgendwie sich in Paris niederlässt und dort schreibt und so. Genau, das ist dann leider durch Corona jetzt ein paar Jahre ins Hintertreffen geraten. Ich bin dann auch tatsächlich nicht mehr, ich wollte so ein paar Sachen noch nachrecherchieren oder für diese letzte Überarbeitung einfach nochmal vom Flair her dahin, aber es war dann auch in dieser ganzen Lockdown-Zeit 2020 irgendwie nicht oder kaum möglich. Und habe auch gemerkt tatsächlich, dass ich eigentlich am liebsten die Sachen dort schreibe, wo ich gerade, also die dort spielen, wo ich gerade nicht bin. Also ich glaube da so ein bisschen an die Kraft der Imagination. Gerade wenn man was vermisst oder so, dass die dann stärker ist, als wenn es vor der Haustür ist. Also ich habe auch mal so eine Pfalzserie geschrieben mit auch pfälzischem Dialekt und so für den SWR. Das war eine Zeit, in der ich nicht in der Pfalz gelebt habe. Und ja, da hat man eine ganz andere Vorstellungskraft, habe ich das Gefühl, wenn man überlegt, was vermisst man da eigentlich, was gibt es da, weil man sonst vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ja. Und mit Paris war es also dann ähnlich, also auch gerade in dieser Finalisierungsphase. Da nicht hin zu können, hat mich vielleicht sogar stärker motiviert, das gerade da dann auch fertig zu machen, weil ich wusste, ich bin jetzt dieses Jahr zum ersten Mal nicht da und so und habe tatsächlich selten, als ich in Paris war, daran gearbeitet. Das ist ganz interessant. Also ich habe vielleicht Sachen mitgenommen, die ich dann da habe einfließen lassen, aber nicht, dass ich mich ins Pariser Café gesetzt habe und im Pariser Café den Paris-Krimi Ja, geschrieben ja. Ach, das ist ja auch habe. Ja. gefallen. Es gehen ja so viele KünstlerInnen in große Städte, ne? Die gehen dann nach Berlin oder nach Hamburg oder nach Köln oder so. Aber du bist ja immer noch hier in Neustadt, das ist ja Also richtig wieder, ich so. war auch in Städten, ne, zwischendurch. Also ich war schon auch weg und es schlagen auch so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also ich kann diese Sehnsucht nach Großstadt schon auch verstehen und das habe ich auch stark in der Pandemie gemerkt, wo ich eben diese Besprechungen und so weiter, die ich vorher in Präsenz in den Großstädten hatte, nicht mehr hatte. Und ich am Anfang der Pandemie, weiß ich noch genauso, relativ hochmütig dachte, also was so die Einschränkungen betrifft, das habe ich eh jeden Tag, ich bin eh im Homeoffice und so. Das so ein bisschen belächelt habe und dann aber schon also über die Dauer gemerkt habe, was mir dann doch auch fehlt. Also ich war eben dann schon gerne ab und zu dort, habe auch lange in Köln gelebt und studiert und habe gerade dort auch zu Besprechungstermine zum Anlass genommen, noch eine Nacht dran zu hängen oder so, alte Freunde zu besuchen, aber auch die kulturelle Vielfalt dort irgendwie zu nutzen und ins Theater, ins Museum zu gehen, solche Dinge. Und das hat mir dann schon stark gefehlt in der Pandemie. Aber natürlich auch denen, die in der Zeit in der Großstadt gelebt haben, weil die hatten das ja auch alle nicht. Ja, richtig, Und ne? dass man da dann irgendwann so ein bisschen vertrocknet, weil ich glaube, jeder, der Output liefert, Kreativen, der braucht auch Input. Und das hat mir schon stark gefehlt. Aber ansonsten bin ich schon ein Mensch, der sehr gut hier, also der sich eben freut, ich habe es vorhin erwähnt, den Wald vor der Tür zu haben. Sowas könnte ich in der Großstadt ja nicht machen, in einer kreativen Krise einfach mal eine Wanderung zu machen, dort weiterzuarbeiten.
in die Weinberge zu spazieren und all diese Dinge und diese Ruhe brauche ich schon auch. Solange ich irgendwie die Möglichkeit habe, ab und zu in die Städte zu fahren und da auch noch anderes zu sehen. Zumal es ja hier in Neustadt auch ziemlich viel Kultur gibt, ne, für so Ja, eine kleine das Stadt. muss man auch immer dazu sagen, wenn man so von Provinz, also wenn man so leicht despektierlich irgendwie darüber spricht, dass man auf dem Land lebt. Man merkt ja, wenn man Leuten davon erzählt, was da für Bilder im Kopf aufgehen, dass da irgendwie 2,5 Kühe wohnen und irgendwie eine Straße und drei Häuser. So ist es hier ja nicht, ne? Ich meine, was haben wir hier in Neustadt? 80.000 Einwohner oder so. Und eben auch in Bezug auf diese immer noch verhältnismäßig kleine Einwohnerzahl wahnsinnig viel an kultureller Vielfalt und entsprechend auch an kulturell interessierten Leuten und so. Und das ist ja wirklich nichts Hinterwäldlerisches Ja, oder und so. alles Und Profis, ne? Also alles Profis. so, Und ja. das ist schon auch wichtig. Also das war Ja. dann auch der Grund, warum wir uns für Neustadt entschieden haben. Also ich bin in der Pfalz aufgewachsen, aber eben in Ellerstadt da, also ja, 25 Kilometer von hier. Und das war dann für mich schon klar, dass es so klein nicht sein soll. Und dann wurde es relativ schnell Neustadt. Ja, cool. Ja, ich mag es ja auch, ja. Ja. Wie war die Corona-Zeit für dich? Konntest du da einfach weiterarbeiten, als so diese ganz harten Lockdowns kamen, oder hat sich das auch irgendwie auf dich ausgewirkt? Also ganz am Anfang gab es eine große Verunsicherung, da wurden ja auch die Dreharbeiten gestoppt Ach und so ja, weiter aus stimmt. hygienischen Gründen. Und es wurde auch tatsächlich nicht mehr viel investiert, so in neue Entwicklungen. Also den Eindruck hatte ich schon, oder ich hatte ein, zwei Produktionsfirmen, die dann Ideen optioniert haben, die sie ein Jahr vorher für das doppelte Honorar optioniert hätten. Also man hat es auch schnell, sage ich mal, ja, also die Unsicherheit war da. Also klar, man muss immer vorsichtig sein, wird das dann auch ausgenutzt, so wie jetzt die Inflation irgendwie ausgenutzt wird, um Dinge teurer zu machen, die vielleicht gar nicht teurer sein müssten. Aber das war schon da. Allerdings muss ich auch sagen, es war relativ kurz da. Also es war in dem Sommer 2020, konnten die schon wieder drehen und gehörten zu den ersten, die irgendwie Tests hatten an den Sets, wo man sich auch fragen muss, ob das für die richtige Priorität war, auch wenn ich mir da jetzt ins Die eigene Fleisch Frage nach schneide. Aber Systemrelevanz, ja, na, genau. ja. Ja, und wenn ich mir dann halt, ja, wenn dann Herr Liefers in Talkshows erzählt, dass es ja der Kunst so schlecht ginge, da denke ich mir, Don't get me started. Das ist fürchterlich, ja. Naja, da da. gibt's ganz Boah. andere und das wissen wir hier, glaube ich, in Neustadt und du am besten mit dem Theater in der Kurve oder so, die Ja. da deutlich mehr gelitten haben als Fernsehschauspieler, die Ja. weiß ich nicht, wie viel 100.000 verdienen und Ja. wie gesagt, relativ kurz nach dem ersten Lockdown schon wieder Das arbeiten war, ich konnten. habe mich furchtbar über diese Aktion aufgeregt, wo die Ja. dieses ganz zynische Video Ja. alle gepostet haben und Ja. alle fanden es so witzig und ich Ja. habe darunter einfach nur dieses Ätzende Ja. Ich gesehen, hatte mich echt dachte, geschämt für meine ja, Branche, weil es war ja schon fürchterlich, ja. stark von meiner Branche ausgehend. Und Ja. das ja nachdem das schon wieder alles lief. Also es war ja nicht in der unsicheren Phase des ersten Lockdowns, sondern es war ja weit, weit danach, Ja, wo die ja. schon wieder ganz normal gearbeitet haben. Und Ja, und dann gucken sie so runter auf das einfache Volk, ne, und ja, nehmen sich so lustig an. oder sie Boah. inszenieren sich als Sprecher für die, aber haben Ja. nichts mit denen gemein. Und das war schon ein bisschen zum Fremdschämen Ja. Gut. irgendwie. Ja, Lassen wir das. wollte ich auch eigentlich nicht öffentlich Da gesagt haben, aber war zu spät. können wir auch noch drüber reden, ja. Du gibst ja diverse Lesungen häufiger mal. Ist da gerade was, steht was an? Können wir noch was anteasern für die Menschen aus der Region? Jetzt gerade nicht tatsächlich. Also waren jetzt zweimal in Neustadt und muss ein bisschen überlegen, ob da der Markt jetzt gesättigt ist, sozusagen, dass da alle, die das interessiert, jetzt gesehen haben. Aber es hat große Freude gemacht, auch zusammen mit dem Pianisten Jens Barth zusammen. Der war hier auch schon zu Der war auch Gast. schon hier, ne? Ja. Ja, nur die Guten hast du Natürlich. hier. Also wir sprechen schon drüber, dass man das nochmal wiederholt. Ich finde das gerade in dieser Konstellation, ich persönlich mag das als Gast auch, wenn Lesungen auch unterbrochen werden von Musik oder begleitet werden, unterbrochen Ja. klingt so. Ich hatte vor kurzem eine Lesung, also als Gast, wo er einfach nur 75 Minuten so am Stück gelesen hat, ohne Gespräch, ohne Puh. Musik. Und so gut das Buch auch sein mag und auch war, das ist anstrengend, das Ja, ist voll. auch ein bisschen inspirationslos und das fand ich so schon schöner und ich glaube, in der Konstellation würde ich es gerne auch nochmal machen. Du bist sehr vertreten im Internet, also du hast eine Webseite, bist auf Social Media vertreten. Es gibt ja Shownotes zu dieser Podcast-Folge, da kann ich die Links mal reinsetzen. Also da Gerne. erfährt man wahrscheinlich auch, wenn du Ja, irgendwo das versuche ich bist. zumindest einigermaßen zu Ja, aktualisieren und genau. cool.
Und ansonsten schreibst du jetzt an dem Roman für nächstes Jahr. Also das ist Genau. das nächste große Projekt sozusagen. Und schreibe gleichzeitig an einem Drehbuch. Klar. Mehrgleisig, ja. Genau, also ganz, ganz auf eins fokussieren kann ich mich auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe das gerade für dieses Jahr mit dem Roman, die Drehbucharbeit ein bisschen reduziert und schreibe aber gerade in Wilsberg wieder. Das habe ich schon öfter gemacht. Das macht auch jedes Mal große Freude. Cool. Und was auch schön ist jetzt nach der ganzen Pandemie, ist, dass wir da für den letzten, der schon fertig ist, Wilsberg, eine Kinopremiere haben in Münster. Ist jetzt nicht gerade in der Region. Ich habe jetzt aber das Datum auch nicht im Kopf. Ich glaube, sowas wie 27.8. oder so. Weil das ist natürlich schon schön, auch für einen Autor von Drehbüchern, wenn dann dieses direkte Publikumsfeedback mal kommt im Sinne dieser Live-Situation. Also immer nur irgendwie eine Quote am nächsten Tag an den Kopf geworfen zu bekommen, sei sie nun gut oder schlecht, das ist halt so abstrakt und Das sind wie die Likes auf Instagram, ja, ne? So irgendwie genau. nicht ganz Ja, zufriedenstellend, nee. ja. Und da einfach zu sehen, die Leute lachen da, wo es beabsichtigt war oder auch an anderen Stellen oder auch nicht. Und die Energie in so einem Raum, ich meine, wem erzähle ich das? Du weißt, dass bei Theater ist das ja auch das, Ja. was es irgendwie ausmacht, das Erlebnis. Und das habe ich schon vermisst auch und da bin ich froh, dass das jetzt wieder stattfinden kann. Cool. Dann stelle ich mal noch meine letzte Frage, die stelle ich immer zum Schluss, und die ist: Okay. Was wünschst du dir? Was ich mir wünsche. Für meine Arbeit oder für die Welt oder. Du kannst auch mehreres Ich wünschen. will nicht maßlos erscheinen, aber so ein bisschen mehr Vernunft in der Welt würde ich mir wünschen. Und ich glaube, das strahlt auf alles ab. Wenn das da ist, dann gibt es auch mehr Raum für Kunst und für Achtsamkeit und für Ökologie. Und es hängt ja irgendwie eigentlich alles mit Vernunft zusammen. Schön, schließe ich mich an. Sehr schön. Jetzt sind wir schon mal Herzlichen zwei. Dank für deine Zeit. Ich danke dir, war sehr Sau nett, vielen spannend. Dank. Ja. Das war Backstage Folge 135. Puh. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, erzählt doch gerne jemandem davon. Ihr findet außerdem immer alle Links zum Podcast in den Shownotes. Schaut da gerne mal vorbei. Ihr könnt auch mal bei Instagram vorbeischauen. Da gibt es dann immer noch zusätzlich Fotos oder Videos oder Musik zu den KünstlerInnen, die sich hier vorstellen. Und wer sich gerne selbst mal hier im Backstage-Podcast vorstellen möchte, der darf mich gerne kontaktieren. Zum Beispiel per E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Bis bald!